Einen gruseligen, aber auch gleichzeitig spannenden Fall hatte der Bundesgerichtshof jetzt auf dem Tisch liegen. Es ging um die Verabredung zu einem Verbrechen. Und hier haben sich zwei verabredet. Die eine wollte getötet werden von dem anderen. Und die Frage, die jetzt der Bundesgerichtshof klären musste, war der, der das Mädel töten wollte, ein Mörder, weil er sich mit ihr zu einem Verbrechen verabredet hat? Oder kann man sich nicht mit jemandem verabreden, der sich sowieso selbst töten will? Also ziemlich komplexer Sachverhalt, kläre ich gleich auf. Deswegen bleibt dran, mehr dazu in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und das war schon gruselig, was der BGH hier auf dem Tisch hatte. Da gab es einen Familienvater, der mit Prostituierten immer wieder Hinrichtungen praktizierte. Also er hatte da irgendwie die Vorstellung, er wollte gerne Frauen töten. Das war schon etwas, ja, psychisch Krankes, würde ich jetzt sagen. Und dann hat er sich im Internet Haimu genannt und überredete instabile Frauen, sich selbst zu töten. Aber erstmal nur, in Anführungsstrichen, über das Internet. Und teilweise ist ihm das auch gelungen. Er hat dann eine Frau dazu überredet, sich, ich glaube, zu erhängen, während er zugeschaut hat über Skype. Also schon das gruselig, aber dafür ist er gar nicht verurteilt worden, weil das letztlich noch eine Selbsttötung war. Über die Distanz hatte er keine so unmittelbare Steuerung. Verurteilt worden ist er dann noch wegen einer ganz anderen Tat. Nicht nur, weil er bei der Selbsttötung zugeschaut hat und da vielleicht etwas animiert hat, sondern wegen einer Verabredung zu einem Verbrechen. Da gab es eine 23-jährige Leipzigerin, die wollte sich im Wald töten. Und er sagt, ich komme mit, wir planen, dass du dich erhängst an einem Galgen. Und ich helfe dir dabei, das geht dann schneller, schmerzloser und besser für dich. Und sein Hintergrund war natürlich nur, dass er mal bei einer Tötung dabei sein wollte. Er wollte sehen, wie jemand stirbt und wollte sie möglicherweise auch erhängen. Und die junge Dame bekam dann aber irgendwie, was heißt kalte Füße, bekam irgendwie in ihrer Verwirrtheit das Gefühl, sich der Polizei offenbaren zu müssen. Das ist dann auch relativ schnell gegangen. Die Polizei ist dann statt der Dame zu dem Treffen im Wald gegangen und hat den 60-Jährigen dort festgenommen. Er hat dann 7 Jahre Haft begangen, ohne dass es eine Tat gab. Die Dame hat sich ja nicht erhängt oder auch nur einen Versuch zu einer Tat. Ja, der Versuch heißt ein unmittelbares Ansetzen, das war ja noch gar nicht da. Hier hat man noch keine Schlinge umgelegt, gar nichts. Er ist nur zu einem Termin hingefahren. Und die Frage ist, kann man da wirklich schon jemanden für verurteilen? Und da gibt es einen Paragraphen im Strafgesetzbuch, Paragraph 30, Strafgesetzbuch, Versuch der Beteiligung. Da heißt es, es wird jemand bestraft, wer sich bereit erklärt oder wer mit einem anderen sich verabredet, ein Verbrechen zu begehen. Und die Frage war ja, hat er sich jetzt verabredet, mit der Frau einen Mord zu begehen? Naja, sie macht einen Selbstmord. Aber kann man sich da mit ihr entsprechend zu verabreden, mit einer Selbstmörderin? Ist man dann schon zu zweit? Und das hat der Bundesgerichtshof ziemlich krass auseinandergenommen. Er sagt, naja, warum wird denn schon allein diese Verabredung überhaupt sanktioniert, unter Strafe gestellt? Das ist nämlich unter Juristen schon ganz schön umstritten, ob dieses ich verabrede mich jemanden etwas einfach nur, ja, ich verabrede, ich bringe jemanden um. Das ist schon strafbar. Ja, ist ein bisschen krass, weil man kann ja vieles einfach mal so, Gedanken sollen ja eigentlich frei sein. Hier sind aber die Gedanken eben nicht mehr frei. Und da sagt der Bundesgerichtshof, ja, warum gibt es diesen Paragraphen? Man sagt, von einer Gruppendynamik, da geht eine besondere Gefährlichkeit aus. Wenn Gruppen was vorhaben, jemanden zu töten, jemanden zu lynchen oder ein Verbrechen eben zu begehen, da müssen wir das schon viel früher stoppen. Das darf gar nicht erst so weit kommen, dass man in einer Gruppe sich zusammentut. Denn dann gibt es eine Dynamik und dann nimmt das Ganze so schnell seinen Lauf, dass man ganz schnell das Verbrechen hat und nicht mehr stoppen kann. Und deswegen gibt es diesen Paragraphen, der relativ selten angewandt wird. Schon die Verabredung zu einem Verbrechen, was nie durchgeführt worden ist, kann unter Strafe gestellt werden. Aber man muss sich verabreden, um überhaupt diese Gruppendynamik zu erzeugen. Und jetzt kann man sagen, wenn man sich ja mit der verabredet, die an sich selbst das Verbrechen begehen will oder begehen lassen will, so ganz genau, klar war das ja alles noch nicht,
kann das dann auch schon die Gruppendynamik auslösen? Und das hat der Bundesgerichtshof beantwortet. Er sagt ja. Natürlich ist es so, die hätte das vielleicht nicht alleine geschafft oder begangen, aber dadurch, dass sie sich mit ihm verabredet hat, hat er den Prozess angestoßen und die sagen, naja, es steht auch im Paragraph 30 nichts darum, dass das nicht das Opfer selbst sein kann, was Teil dieser Gruppe ist. Und das war dann letztlich der Grund, warum man ihn hier entsprechend verurteilt hat. 7 Jahre, obwohl es nie ein Verbrechen gab, obwohl nie einer getötet worden ist, alleine, weil er sich verabredet hat zu einem Verbrechen. Krasse Geschichte. Interessanterweise hat er gar nichts dafür bekommen, dass er eine andere animiert hat, vor Skype sich selbst zu töten. Das wiederum entspricht nicht meinem Gerechtigkeitsgefühl. Die Sache, die ist komplett fallen gelassen worden, während hier dieser Zweig verurteilt worden ist. Vom Gerechtigkeitsempfinden habt ihr das vielleicht auch so, dass ihr sagt, eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen. Die wirklich getötet worden ist, wo er dabei war, über Skype sie wieder, immer wieder animiert hat, da hätte man ihn für verurteilen müssen. Und da, wo jetzt gar nichts passiert ist, hätte man vielleicht ihn freilassen müssen. Was meint ihr? Postet es in die Kommentare. Das ist ja wirklich was, worüber man mal diskutieren kann. Perversitäten des Internets ist sowieso so ein großes Thema. Also wo endet das? Es gab doch letztens auch einen großen YouTuber, der dann in den Wald des Todes gegangen ist in Japan und da auch wirklich Leichen gefilmt hat. Wo sind da Grenzen? Schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Morgen gibt es hier schon das nächste Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.